wenn man so einen Kollegen verliert, den man ja vorher noch als Arbeitsschutz eingewiesen hat, dann macht man sich schon immer irgendwie Gedanken. Und das bleibt eben immer haften. Das ist so. Ich bin Peter, Zimmerermeister und Polier. Als Polier bin ich natürlich verantwortlich für die Sicherheit. Ich muss schauen, dass die Arbeitspläne eingehalten werden, die Zeitlimits. Und mir liegt besonders am Herzen, dass die Arbeiter ihre Arbeiten sicher durchführen. Naja, wir hatten einen tödlichen Unfall gehabt auf einer Baustelle. Also 12, 15 Meter waren ungefähr die Arbeitsbühnen. Die sollten ja umgehangen werden, sodass wir in den Etagen arbeiten können. Und er selber hat die Bühne eingehangen, hat sie ausgehangen. Und dann hat sich der eine Bolzen gelöst, weil der Bolzen zu kurz war. Und dann ist die Bühne runtergerutscht. Die Person selber konnte sich zwar noch kurz an dem Geländer festhalten und dann ist er runter. Naja, das waren ca. 20 Meter. Wir haben den reanimiert noch, aber er ist unser Sturm. Man kann es nicht mehr rückgängig machen, es ist passiert, aber aus Fehlern kann man nur noch lernen. Am besten verhindert man Unfälle, bevor sie passieren. Du hast nur ein Leben. Pass drauf auf.